Ziegerhädöpfel. Hallo zusammen, heute zeige ich euch wieder einmal eine Beilage und nicht immer nur Fleisch. Wir machen zusammen feine Ziegerhädöpfel. Da mache ich keine Mengenangabe, da könnt ihr selber ein bisschen, wie es euch beliebt. Ich habe jetzt einen kleinen Ziegerentzug, weil alles Ferien hatte und daheim war, habe ich keine Ziegerdörfer brauchen, weil es nicht alle gerne haben. Ich nehme Hädöpfel, kleine festkochende, und dann koche ich die etwa 10 Minuten kochen, so dass sie noch schön bissfest sind. Dann der Länge nach halbieren. Dann können wir sie würzen mit einem Hädöpfelgewürz. Ich nehme ein Geflügelgewürz, ein Dodo-Gewürz, ein Bünzli-Gewürz. Das klingt mir für einen Hädöpfel sensationell. Alternativ kann man natürlich mit Salz und Pfeffer. Dann nehme ich eine Gratin-Form, nicht daran stören, dass sie ein bisschen braun ist, das ist nicht dreckig, die habe ich mit dem Smoker, das ist eingebrennt der Rauch. Nehmen wir ein bisschen Anke, dann das Ganze schön ausbuttern. Dann nehme ich ein bisschen geriebenen Ziger, ich mache es heute mit dem Chili-Ziger. Der hat wirklich Pfiff, die gerne scharf haben, kann ich es empfehlen. Für alle anderen kann man natürlich auch einfach mit einem normalen Zigerstöckchen. Oder mit einem Trüffel, für die, die es gerne etwas exklusiv haben. Chili-Trüffel schreibe ich unten rein, da müsst ihr bestellen. Dann wir reiben, sehr viel wie ihr wollt, respektive so gross wie die Form ist, dass wir schön damit ausbödeln können. Dann legen wir die Hädöpfel mit der Schnittfläche auf den Ziger. Dann nehmen wir ein paar Ankerflöckchen, die drüber verteilen. Anschließend im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Umluft 25 bis 30 Minuten backen. Und fertig sind unsere Ziegerhädöpfel. Ich wünsche einen guten zusammen.